den Geschichten, Gedichten und Bildern vom Weihnachtsmann darf ein Tier nicht fehlen. Das Tier, das den Schlitten vom Weihnachtsmann zieht. Moment. Hier stimmt doch was nicht. Jetzt. Genau. Das Rentier. Oder auch einfach Ren genannt. Warum ein Rentier einen Schlitten ziehen kann und was an einem Ren so spannend ist, erzählen wir dir jetzt. Das sieht ganz schön eisig aus. Für Rentiere ist das kein Problem. Ihnen machen niedrige Temperaturen nichts aus, denn sie haben ein dichtes Winterfell. Es besteht aus luftgefüllten Haaren. Denn jedes Haar ist innen hohl. So hält das Fell kuschelig warm. Die Tiere bewohnen Gebiete im kühlen Norden, zum Beispiel Sibirien, Skandinavien, rund um den Nordpol und Nordamerika. Auch in Deutschland gibt es Rehe. Hier leben sie aber nicht in der freien Natur, sondern zum Beispiel bei Rentierzüchtern, wie hier im Wildgehege bei Familie Golz in der Uckermark, nahe der polnischen Grenze. Anke Golz kennt sich genau mit den Tieren aus und weiß, warum sie sich bei uns heimisch fühlen. Die Tiere sind sehr anpassungsfähig und die können zwar bis minus 50 Grad vertragen, müssen die aber nicht zwangsweise haben. Der Winter hier reicht denen vollkommen aus. Und auch in Skandinavien sind im Sommer durchaus 25 bis 30 Grad zu erwarten. Und Mücken gibt es da ohne Ende. Da gibt es ganz, ganz viele Mücken und die piesacken die Tiere fürchterlich. Also geht es denen eigentlich hier sogar besser. Um sich wohl zu fühlen, brauchen Rentiere ganz viel Platz. Denn sie sind ständig in Bewegung. Rehe gehören zur Familie der Hirsche. Sie sind sehr gesellig und leben in Herden zusammen. Auf der Speisekarte der Rentiere stehen Gras und auch Flechten. Im Winter graben sie mit ihren Hufen unter dem Schnee nach Nahrung. Die sind aber auch noch für etwas anderes gut. Die Hufen der Rentiere haben eine sehr große Trittfläche. Die können sich richtig auseinander, gehen auch richtig auseinander. Und zwar können die im Winter sehr gut damit über Schnee laufen und auch über Sumpf und ja, so Flächen, wo man sonst einsacken würde. Dadurch bleiben die da schön oben drauf und können sich da richtig drauf abstützen. Rentiere haben also ihre eigenen Schneeschuhe immer dabei. Und noch etwas ist an ihren Beinen besonders. Wenn Rentiere gehen, kann man das hören. Achtung, jetzt! Falls du dich wunderst, was da so knackt, das ist ganz normal und tut auch nicht weh. Bei jedem Schritt machen die Sehnen in den Fußgelenken diese Geräusche. Und noch mehr ist außergewöhnlich bei den Rentieren. Nicht nur die Männchen tragen ein Geweih, sondern auch die Weibchen. Das ist einzigartig bei Hirschen. Allerdings ist das Geweih der Weibchen etwas kleiner. Einmal im Jahr werfen die Tiere ihren prächtigen Kopfschmuck ab. Das neue Geweih fängt bald darauf wieder an zu wachsen. Ganz schön stattlich, so ein Rentier. Eine Schulterhöhe von 1,40 Meter ist da schon mal drin. Dieses Rehmännchen wiegt über 170 Kilogramm, mehr als zwei erwachsene Männer. Rentiere sind die einzige gezähmte Hirschart. Sie wurden schon vor mehreren hundert Jahren in Nordeuropa als Zug- und Lasttiere genutzt. So wurden sie zum Beispiel vor einen Schlitten gespannt, um Menschen und Gepäck zu transportieren. Auch in der Uckermark werden die Rentiere für Schlittenfahrten trainiert. Anke Golz zeigt uns, wie sie ein Schlittengeschirr anlegt. Also nicht jedes Rentier kann man vor einen Schlitten spannen, weil die im Wesen halt auch sehr unterschiedlich sind. Es gibt welche, die sind so wild, die kann man nicht mal an der Leine halten oder an der Leine nehmen. Die sind dann so wild und wehren sich dagegen und dann sollte man es einfach sein lassen. Es gibt also viele Gründe, warum Rentiere etwas ganz Besonderes sind. Kälte macht ihnen zum Beispiel überhaupt nichts aus. Sie leben in der freien Natur im kalten Norden. Ihre Schneeschuhe haben sie praktischerweise immer dabei. Rens sind gesellig und sowohl Männchen als auch Weibchen tragen ein wunderschönes Geweih. Beim Gehen machen die Sehnen in ihren Fußgelenken knackende Geräusche. Die stattlichen Tiere können problemlos schwere Lasten ziehen. Kein Wunder also, dass der Weihnachtsmann sich Rentiere ausgesucht hat, um seinen mit Geschenken beladenen Schlitten zu ziehen, oder?
Hat dir das Video gefallen? Mehr davon gibt's auf unserem YouTube-Kanal und auf klicksmix.de findest du noch viele weitere Videos, Audios und Spiele. Schau doch mal rein.